So, hallo Leute, XXDTXX meldet sich wieder zurück. Und wie ihr hier schon seht, mache ich gerade meinen Shop auf. Habe schon angefangen, habe vergessen dabei aufzunehmen. Und ja, ich werde euch nur das eben zeigen, wie ich den Shop zu Ende mache. Und dann werde ich gleich mit meinem Vasu weitermachen und mit meiner Buffblade auch noch gleichzeitig. Muss ich mal gucken, wie es läuft. Und der gute Sinrayo wird dann mit dabei sein. Und denke mal, dass wir dann noch ein bisschen was schaffen. Und ja, dann würde ich sagen, machen wir mal den Shop weiter eben schnell. Ich habe jedenfalls hier die 20er Waffen, habe ich hier für 100k reingestellt. Die hier auch. Ja, hier die Rüstung für 20, die für 5, weil 10 Glocken Death. Die für 1k, da wusste ich nicht. Hier die Bögen habe ich auch nur, da die Level 0er 1k, die 2k alle hier. Das Schwert auch nur 2k. Na klar, könnte man liegen lassen oder einfach wegschmeißen, aber da denke ich mir so, ja gut, ne? Warum sollte ich es wegschmeißen, wenn ich da auch ein bisschen Geld mitmachen könnte? So, dann machen wir den hier auch nochmal für 5k. So. Und was haben wir hier noch so Schönes? Das Wolfsfell Plus, das machen wir mal dahin. Für 10. Und dann haben wir hier noch den Bogen. Den machen wir auch mal für 1k. So, das habe ich im Shop drin. Das, das, das. So. Die Fächer sind drin, das, die Glocke. Ach, egal. Irgendwie sieht das hier drin wesentlich mehr aus, was wir haben. Mache ich den da mal mit hin. Ja, ich oft achte immer so, dass ich darauf, dass die Shops auch gut aussehen oder zumindest relativ gut aussehen. Weil ich meine, wenn es ein bisschen geordnet aussieht oder ein bisschen schöner als einfach nur irgendwie reingestopft, finde ich, sieht doch besser aus als einfach irgendwie so rein. Und so, da wir jetzt doch nicht genug Stuff haben und unser Vasu jetzt noch Map 2 steht, würde ich sagen, packen wir da noch eben den Kriegsbogen rein für 2k. Und dann wäre es das auch schon mal. Ja, ihr seht, ich habe den erstmal so YouTube XXLatXX genannt. Ja. Ich meine, ist ja nur gut für mich, wenn dann andere Leute auf YouTube gucken und denen vielleicht auch meine Videos gefallen. Und sage ich schon mal Danke an euch und dann bis gleich. So, hallo Leute, was geht? Da melde ich mich auch schon wieder zurück. Ja, wie gesagt, unsere Sura steht noch hier Map 2. Ja, dann würde ich sagen, machen wir mal eben hier so die Quest zu Ende, die wir noch machen können. Und dann werde ich mit Sanrio zusammen gleich den weiteren Part machen. Da denke ich mal, dass ich da einen kleinen Speed reinhauen werde, da wir leveln werden, oder ich zumindest. Und dann werden wir wohl labern und dann die Wege, die ich laufe und vielleicht das Leveln so ein bisschen, weil es einen doppelten oder dreifachen Speed reinhauen, dass ich nicht so lahm laufe wie jetzt. Wobei ich das hier gleich vielleicht auch nochmal machen werde, hier einen Speed reinhauen beim Laufen. Und dann würde ich sagen, wenn wir Level 10 sind, haben wir hier schon mal die nächsten Pots. Und ja, wie ihr eben gesehen habt, ich habe mir den Shop aufgemacht. Ja, freue mich auf jeden Fall schon mal sehr auf morgen, da wir dann schön die Dingsens machen können. Hier das Moni-Event.
Da freue ich mich wirklich schon drauf. Und ja. Hoffe trotzdem, euch gefallen meine Videos. Wenn ihr Gefallen daran habt, euch könnt ihr euren Freunden das sagen. Oder. Ne? Nee, keine Ahnung. Müsst ihr selber wissen, wie ihr das macht. Ich freue mich nur, wenn die Videos bei euch gut ankommen. Und ich euch damit weiterhelfen kann. Ja, ich hatte jetzt nicht sehr viel Informationsstoff. Bis jetzt in den letzten, keine Ahnung, 5 Parts oder so. Und für 5 Parts bin ich auf dem Level noch wirklich, muss ich sagen, ziemlich niedrig. Aber ich arbeite mich jetzt auch nur auf das Mondlichtschatzturn-Event hin. Und wollte euch das eigentlich nur mal so zeigen. So. Aber ich werde irgendwann bestimmt locker 100, 200 Parts haben. Locker easy. Weil ich werde versuchen, so weit es geht zu kommen mit euch zusammen. Und vielleicht auch mit euch zusammen leveln oder farmen oder was auch immer. Oder wenn ihr... Ich werde auf jeden Fall auch eine Gilde erstellen. Wie die heißen wird, weiß ich noch nicht. Ich habe da zwar schon was im Kopf, aber... Wenn ihr dann Bock habt, könnt ihr da dann mit eintreten und dann ein paar Gildenkriege bestreiten und. Ja, aber halt nur die auf Saphira spielen. Equipment, was die haben, ist mir eigentlich relativ egal. Solange es jetzt nicht mit Level 40 ein LPP plus 0 oder plus 1 ist und ein Silberschwert dazu mit plus 4 oder so. Solange die nicht so ein Equipment oder ihr nicht so ein Equipment habt und dann mit Level 40 da rumchillt, dann wird das schon kritisch. Da ihr da auch nichts reißt. Aber ich versuche euch ja mit den Let's Plays zu helfen, wo ihr farmen könnt, wie ihr farmen könnt. Und wie ihr levelt, wie ihr Equipment aufbaut. Mein Equipment sieht erstmal nach Scheiße aus. Schwert plus 3 noch vom Biologen, Rüstung noch einmal geerbt, die vom Biologen, blutigen Helm noch plus 0, Schlachtschild plus 5, Holzarmband plus 0. Sieht alles noch ziemlich scheiße aus. Den Mädchen brauche ich gar nicht erst versuchen. Wäre Potzverschwendung. Können wir den einen oder anderen Meeting können wir dann nachher mit René zusammenklatschen, aka Senreo, den ich euch dann im weiteren Video auch in die Beschreibung verlinken werde. Und ja, so, wir müssen Blauwölfe jagen, um hier die Zutat für die Arznei zu bekommen. Eine Wolfsleber brauchen wir. Ja, ich weiß noch nicht genau, wie wir das machen, ob ich den anderen Part, den ich dann gleich aufnehmen werde, ob ich den nachkommentieren werde oder gleichzeitig mit aufnehme. Ui, Bambushautschuhe plus 2 schon mal gedroppt. Das gefällt mir doch. Am besten jetzt noch mit einem schönen TP-Boni oder so. So, Speer. Upp. Nee, leider nicht. Aber trotzdem immerhin Schuhe. Wir können uns ja keine leisten, ne? Können wir die gleich mal anziehen. Boah. Ich würde sagen, ich hier drauf, weil das irgendwie laggt. Ich habe so kleine Probleme schon momentan. Habe ich ja schon gesagt und hoffe, das stört jetzt nicht so dermaßen. Ich weiß nicht, ob ich dann vielleicht den Shop auch zumachen muss. Weil ich werde ja noch nebenbei auf dem TS sein und ja. Kann aber auch sein, dass es an Fraps liegt. Weil irgendwie macht der das übelst. Das ist nur, wenn ich Fraps auf habe, dass das so übel abschmiert hier. Der ganze Kotz, Dreck, Kacke. Aber das soll mich jetzt nicht aufhalten und auch nicht stören. Ey, das sieht so kacke aus, ne? Naja, dann würde ich sagen, versuche ich die mal eben offscreen zu farmen. Und wenn ich die gefarmt habe, ihr seht ja hier, ich habe jetzt 47,70% Erfahrung. Und dann werdet ihr gleich sehen, was ich noch gedroppt habe, das eine oder andere vielleicht. Und wie lange das dann gedauert hat. Bis gleich. So, da melde ich mich auch schon zurück. Ihr seht, es hat nicht mehr sehr lange gedauert. Und ja, Wolfsleber habe ich hier jetzt gerade erst gedroppt. Und dann habe ich hier den Mädchen gesichtet.
Und da das ein Level 10er Mädchen ist, denke ich mal, den dürfen wir wohl noch gut kaputt bekommen. Ja. Aber das dürfte noch etwas langjährig sein. Also werde ich den mal klatschen und dann wieder einschalten, wenn der fast low life ist. Und wie ihr seht, ich habe hier noch das Speer und die Holzhandskette gedroppt. Und ja, bis gleich. Ja, hallo Leute, ja, wie ihr seht, ich bin gerade abgenippelt zum fünften Mal oder so. Ja, dann hat der irgendwann, als wir zu oft draufgegangen sind, von da hinten ist er hergekommen, hat uns mit beim Mädchen, das heißt geholfen, hat er mit kaputt gemacht. Finde ich auch nicht schlimm, weil, wenn wir mit die Erfahrung bekommen, ob wir es gedroppt hätten oder haben, weiß ich nicht. Zumindest lag da nichts. Zumindest nichts gesehen. Aber wie ihr seht, wir haben noch eine Bärengalle gedroppt. Was auf jeden Fall schon mal hammer nice ist. Weil die ein wenig was wert ist. Und ansonsten haben wir eigentlich nichts mehr bekommen. Außer vielleicht den Kompositionsbogen. Ich weiß nicht, ob ich den vorher gedroppt hatte oder nicht. Ja, ich bin auf jeden Fall fast Level up. Ja. So. Denke mal, werden wir jetzt abgeben bei Baygo oder wie der Spasti heißt. Baygo, Baygo, keine Ahnung. Oder Baygo. Ich habe eigentlich immer Baygo gesagt. Aber ich weiß nicht, wie es ausgesprochen wird, wirklich. Baygo oder Baik oder Baekego oder Baygo oder Breakgo oder Go Away oder Fuck Yourself oder Fuck yourself. Ja, ich weiß nicht, kennt ihr das Video? Finde ich hammer nice, wo hier der bei Star Wars dieser komische Imperator da oder ja, auf jeden Fall hier dieser komische Lord steht da so und dann so eine Rolltreppe nach oben und dann kommen die ganzen Klonkrieger runter und dann sind wir so, ich weiß gar nicht mehr genau, wie die das machen. Oder ich glaube, das ist Heimerlord. Heimerlord. Und dann sagt er immer, ja, oder ich weiß es nicht mehr genau. Und irgendwann kommt hier nicht R2-D2, sondern hier der andere, der große goldene Roboter da. Und dann rennt er so runter und davor hat der Lord da geschrien die ganze Zeit, Fuck yourself, ne, weil ihn das so angekotzt hat. Und auf einmal rennt der da so lang, What's up? Ah, hammergeil. So, was haben wir jetzt eigentlich bekommen dafür? Wolfsfell. Wow, Hammer. So, jetzt haben wir auf jeden Fall keine Quests mehr. Dann würde ich sagen, werde ich mich mit euch noch eben schnell auf Level 10 machen. Und dann bekommen wir auch die nächsten Quests, die ich dann aber erstmal nicht machen werde. Oh, was liegt denn da Schönes? Und schnell hin da. Oh, ey, ganz ehrlich, ich will auch so ein Weihnachtskostüm hier, ne? Aber am letzten, das liebsten das vom Feuer. Tigerfell, das sammeln wir mal auf, ist ja nichts wert. Tigerfell, auf jeden Fall Bärengalle, weiß ich gar nicht, was sie hier wert ist. Wäre ganz nett, wenn die was wert ist. Also, wert ist sie bestimmt was, aber ich habe keine Ahnung, wie viel. Und ja, denke mal, dass sich das jetzt auch so langsam dem Ende neigt. Ja, aber das Leveln nachher, das werde ich mit einem Speed machen und ja, ich weiß nicht, ob wir da live kommentieren werden oder ja, keine Ahnung. Jetzt hat mich meine Ex angeschrieben. Zum Kotzen manchmal. Ja, wir waren jetzt schon mal wieder 15 kK. Das wäre schön, wenn wir die jetzt schon mal hätten. Ich habe schon komplettes B6 equip. So, sorry, dass ich jetzt so still bin. So. So, jetzt wollen wir doch mal schnell Level 10 kommen. Hier, wollen wir einmal das alles hier. Stehen ja gut aufeinander.
hier rein und bam. Das finde ich so geil beim Drachenwirbel bei Sura oder bei Iwasu. Da fixst du einmal so eine richtig große Umgebung. Das ist hat eine größere Fläche meiner Meinung nach als Sausen, glaube ich. So, 99,02 Erfahrung. Müsste ja das jetzt eigentlich schon nicht gewesen sein. Ich bringe hier so einen Mob. Ja gut, der bringt eindeutig nochmal mehr. So. Dann lesen wir schon mal Level Up. So, haben hier unseren Autoport und so weiter und so fort. Haben dann jetzt die Quests. Und wir haben noch hier jetzt ein Skill, den wir wieder hochsetzen können. Verzauberte Klinge. Alter, was ist das denn hier? Naja, auf jeden Fall würde ich sagen, ich hoffe, euch hat der Part relativ gefallen, da es eigentlich kein richtiger Part war. Es war nur eben auf Level 10 machen, die restlichen Quests, die von Level 9 noch anstanden. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich im nächsten Video wieder. Haut rein.